Hallo und herzlich willkommen, liebe Mysterienforscher und auch Freigeister. Ich möchte mich hier am Anfang erstmal ganz recht herzlich bei euch bedanken, weil alleine, dass ihr euch dieses Video jetzt anschauen werdet, mir aufzeigt, dass ihr genau solche seid. Es wird heute um den Untersberg gehen und zusammen mit Rainer Limpöck werde ich ein wenig Licht ins Dunkle bringen, was es über diesen Ort nicht alles Spannendes zu erfahren gibt. Von aufkommenden Zeitanomalien hin bis zu gesichteten, mysteriösen Kreaturen und ja, wir werden schauen, wo das Gespräch uns hinführen wird. Viel Spaß! Ja, hallo, schönen guten Tag zusammen. Ich habe heute den guten Herrn Rainer Limpöck zu mir beim Gespräch und er ist Unter- und Andersweltforscher am Untersberg und nennt sich selbst Alpenschamane. Herzlich willkommen, Rainer, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf dieses Interview und Gespräch. Habe ich das so richtig definiert, dass Sie sich selber als Alpenschamane bezeichnen? Das ist eine Bezeichnung, die für mich sehr stark im Vordergrund steht. Ich bin natürlich auch Autor, als Buchautor, was mir auch sehr wichtig ist. Und ich sehe mich auch als Heimatforscher, als Mythologe, als Landschaftsmythologe und auch als Geomant. Das sind also Begriffe, die sich aus mehreren Bereichen zusammensetzen und eigentlich genau das treffen, was ich da, wie ich mich darstelle und wie ich wirke. Alles klar. Jetzt sind Sie in der Nähe des Untersbergs ja wohl geboren, so wie ich mitbekommen habe. Heißt das, es hat sich eine natürliche Fügung zu diesem Ort ergeben oder gab es da ein besonderes Ereignis, was Sie daraufhin gestoßen hat? Ja, es ist sowohl so, dass ich durch meine Geburt mit diesem Berg sehr vertraut bin, als auch durch spätere Erlebnisse in der Jugend, als Erwachsener und im reiferen Alter war ich eigentlich immer mit diesem Berg in Verbindung, aber es hat sich also immer mehr intensiviert. Aber dass der Erstbezug eigentlich durch Geburt oder durch die Kindheit kam, das steht sehr stark im Vordergrund. Man muss sich das so vorstellen, ich bin in Bayerisch Gmain aufgewachsen, das ist ein Ort, zu Füßen des Untersberges und ich hatte vom Küchenfenster aus immer die direkte Sicht zum Untersberg und bin als Kind auch schon mit seinen Sagen in Verbindung gewesen, die mich sehr fasziniert haben und das war so der Start zu meinem Bezug zu diesem besonderen Berg. Das heißt, wenn man in der Gegend aufwächst, kommt man gar nicht drum herum, die Geschichten, die sich um den Berg sammeln, da irgendwo mitzubekommen, ja? Das würde ich sagen, das ist so. Ich denke und spekuliere da auch ein bisschen, dass die Mythen der jeweiligen Region, wo wir, wo Sie aufwachsen und leben, vielleicht im Alpenraum noch etwas ausgeprägter und präsenter sind als vielleicht in anderen Regionen. Und es ist wirklich so, dass jemand, der im Alpenraum aufwächst, auch in der Kindheit ganz bestimmt mit Sagen in Verbindung kommt und dann vielleicht im weiteren Reifungsprozess sich mit dieser Sprache der Natur vielleicht auch auseinandersetzt. Und wie ist das bei Ihnen gekommen? Was war die Initialzündung? Naja, die Initialzündung waren schon so prägende oder unheimliche Begriffe wie Zwerge, Riesen, Drachen, die in dieser Sagenwelt vorhanden war und die man als Kind ja versucht, sich dann vorzustellen oder eben durch die Bücher oder durch die Erzählungen dann auch vermittelt bekommt. Und das bleibt einem unweigerlich hängen, weil es würde einem dann auch durch die Eltern oder andere Menschen so vermittelt, dass das mit der Heimat zu tun hat und vielleicht auch, dass da was Wahres dran sein müsste. Und das ist, glaube ich, für ein Kind schon sehr beeindruckend. Und so war das für mich auch. Und
Der nächste Schritt war vielleicht nach der Kindheit. Also ich habe heute noch ein kleines, sehr altes Sagenbuch. Das ist für mich auch wirklich ein Schatz. Obwohl mein Schatz zum Thema Sagen, der ist schon inzwischen sehr groß geworden, weil ich mich ja durch meinen Reifungsprozess immer mehr mit dieser eigenartigen Sprache, dieser Mythen, dieser Überlieferungen auseinandergesetzt habe und mir dann auch immer wieder mehr Sagenbücher zugelegt habe. Aber dieses kleine Sagenbuch, das ist, wie gesagt, mein persönlicher Schatz. Und dann kam im Jugendalter, da muss ich so um die 12, 13 gewesen sein, habe ich mich dann zum ersten Mal, vielleicht noch ein bisschen unbewusst, auf die Spur dieser Sagen gemacht. Und eine dieser Sagen, die handelte von einer kleinen Höhle, die von meinem Elternhaus also ein paar Kilometer entfernt war. Und ich bin da mit Freunden hingeradelt durch den Wald und ein bisschen den Berg hinauf und habe das aufgrund eines Wanderführers, wo dieser Sagenhort beschrieben worden, relativ gut gefunden und bin dann eingestiegen in diese Höhle und habe da also meine erste Erfahrung gemacht. Es war sehr abenteuerlich und diese Höhle, also die heißt das Nixloch, ja, die hat für mich heute eine enorme Bedeutung gewonnen. Vielleicht kommen wir auch später nochmal drauf. Aber das war so der zweite Schritt nach der Kindheit mit den Sagen, dann tatsächlich mal in diese Sagenwelt einzusteigen und in diese Unterwelt, was ja eine Höhle auch darstellt, mal hineinzublicken und so das aber unter diesem naiv-jugendlich-kindlichen Aspekt des Abenteuers zu sehen. Das war natürlich ein tolles Abenteuer und bin auch dankbar, dass ich das damals so erleben durfte. Möchten Sie darüber sprechen, was Sie da erlebt haben oder wie Ihre Wahrnehmung war von dem, was in der Höhle passiert ist? Können wir gerne machen. Das ist allerdings jetzt eine ziemlich lange Geschichte. Also diese Geschichte zu dem Nixloch bezeichne ich heute eigentlich erst seit ein paar Tagen als eine unendliche Geschichte. Ich würde sie wirklich überschreiben mit dem Begriff die unendliche Geschichte von Untersberg. Wo fange ich da an? Naja, vielleicht das Datum. Ja, erst die letzten Tage bin ich nochmal drauf gekommen. Das war im Jahr 2015. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Sachbücher geschrieben, sehr viele Vorträge gehalten über den Berg. Ich war schon sehr vertraut mit ihm und wusste, dass der Berg, der Untersberg, wir sprechen jetzt hier über den Untersberg, dass jeder von uns an diesem Berg Wunder oder ich sage mal seine Wunder erleben kann, wenn man es zulässt oder wenn man es zulassen kann. Auch da sollte man bestimmte Voraussetzungen dafür auch haben. Aber gut, ich denke mir, durch mein langes Wirken war es mir möglich, eine Geschichte zu beobachten, die bis heute Bestand hat. Und das war im Jahre 2015 im Februar. Da bekam ich eine E-Mail von einem Höhlenforscher. Den kannte ich nicht, aber der schrieb mich an, weil er auf mich gestoßen bin als jemand, der mit dem Untersberg sehr vertraut ist und der auch eine eigene Website dazu hat und der ihm vielleicht bei einer besonderen Frage weiterhelfen könnte. Nun erklärte er mir, er hat in einer Höhle, die sich dann als das Nixloch herausstellte und mir natürlich dann auch schon vertraut war, er hat gesagt, er hat in dieser Höhle ein Schwert gefunden. Da wurde ich schon hellhörig. Erstens, es gab für mich zu diesem Zeitpunkt immer zwei Möglichkeiten. Entweder hat da jemand eine blühende Fantasie. Es gibt auch am Untersberg sehr, sehr viele Menschen, die Fantasie haben, Fantasy-Romane schreiben und da habe ich schon so meine Erfahrungen gemacht damit und wusste das also noch nicht so recht einzuschätzen, hat da jemand wirklich jetzt eine blühende Fantasie oder geht es da wirklich um diese eigenartige Anderswelt, das ist auch so ein Begriff, den ich sehr stark mit dem Untersberg in Verbindung bringe und musste mir das erstmal anhören und war erstmal sehr zurückhaltend und konnte mir das also erstmal gar nicht vorstellen, weil ich bin doch
ich war im Nixloch drin, ich war in verschiedenen anderen Höhlen am Untersberg auch drin. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht mit dieser Unterswelt, mit der Unterswelt dieses Berges. Und war also wirklich überrascht und hörte mir das an. Und der Höhlenforscher meinte dann zu mir, ja, er hat mich angesprochen, weil er dort eben dieses Schwert gefunden hat. Und vielleicht wäre ich derjenige, der ihm da weiterhelfen könnte, weil er möchte eigentlich dieses Schwert, was er dort gefunden hatte, er möchte es dem Besitzer zurückgeben. Ein ehrenhaftes Anliegen, so sollte man meinen. Und ich habe auch gesagt, ich möchte ihm da gern behilflich sein und werde mich umhören, weil er meinte dann auch, ich bin ja selber auch schamanisch tätig, dass ich vielleicht in meinem Umkreis, im Bekanntenkreis, bei schamanisch Tätigen, vielleicht irgendjemand finden könnte, der mit diesem Schwert in Verbindung steht. Okay, ich habe es dann wirklich probiert, ich habe mich ein bisschen umgehört bei den Leuten, die aktiv am Untersberg wirken und habe erstmal gehört, nee, also da weiß keiner was davon und naja, ich war dann schon ein bisschen zurückhaltend, so habe ich gedacht, die Sache würde im Sande verlaufen. Bis es eben dann im Februar war, das jetzt muss ich das nochmal korrigieren, also die Anfrage bekam ich im Herbst 2014 und im Februar stand dann jener Höhlenforscher bei mir vor der Haustür, also bei mir zu Hause und vor meiner Familie und hatte das Schwert dabei. Wie Und ich groß dachte, war das Schwert? also wie man sich ein Schwert so vorstellt, das hat halt so eine Größe von, was wird es sein, so 1,50 Mhm. m und ein ganz normales Schwert. Aber es war eben absolut nicht normal. Man sah dem Schwert an, dass es schon älter ist, es war angerostet, es hatte an der Klinge seltsame Zeichen eingraviert auf beiden Seiten. Es hatte einen merkwürdigen Griff und man sah diesem Schwert einfach an, dass es schon älter ist. Genau. Kann Ja, man die und so. Schriftzeichen vielleicht auch mit dem Untersberg-Code in Verbindung setzen, oder ist das eine ganz andere Art Schriftzug gewesen? Naja, man kann es damit in Verbindung bringen, weil der Untersberg-Code. Das ist jetzt allerdings die nächste Geschichte, dann brauchst du einen großen Anlauf, um da wieder hinzukommen. Ja. Der Untersberg-Code ist eigentlich eine Schrift, die bis heute auch noch nicht hundertprozentig dechiffriert wurde. Es gibt zwei interessante Ansätze dazu und in einem Buch habe ich darüber auch geschrieben, aber da kommen wir jetzt weg vom Schwert. Was sich dann an der Schrift des Schwertes erwiesen hat, dass es tatsächlich ganz bestimmte Schriftzeichen sind, aber das hat sich erst später dann herausgestellt. Also es war so, dass mich faszinierte die Schriftzeichen und das nächste, was allerdings auch sehr schnell auf der Hand gelegen ist, ich hatte das Schwert ja auch tatsächlich in der Hand und meine Familie auch, dass wir alle gesagt haben, dieses Schwert sollte möglichst schnell wieder bei uns aus dem Haus raus. Es war etwas eine Ja, ich möchte schon als eine Schwingung, als eine Energie darstellen, die nicht zu mir passte, die sich nicht gut anfühlte und die ganz schnell wieder weg sollte. Und der Höhlenforscher meinte aber zu mir, also er hätte eigentlich beabsichtigt, dass er das jetzt bei mir lässt, weil ich wohne ja auch in der Nähe von Salzburg und aus diesem Umkreis könnte es auch sein. Und ich könnte dann auch weiter forschen und ihn vielleicht auf dem Laufenden halten. Ich habe gesagt, das möchte ich auf keinen Fall und er soll es bitte wieder mitnehmen. So hatte ich dieses Schwert eigentlich zum ersten Mal nur relativ kurz in der Hand. Später habe ich es ja dann wieder mal in der Hand gehalten. Und der Höhlenforscher nahm es dann wieder mit. Er stammt übrigens aus Franken, also aus dem bayerischen Bereich auch. Und gut, dann erklärte er mir, wie er eigentlich dazu gekommen ist und was da alles passiert ist. Und dann taucht man schon in diese eigenartige Anderswelt oder Wunderwelt des Berges ein. Und deswegen möchte ich auch wirklich in aller Ausführlichkeit darüber nochmal erzählen, weil da fließen dann sehr viele Elemente wie Energetik, durchaus auch Schamanismus, Mythologie, Landschaftsmythologie, also viele Begriffe, Kraftorte, Kultplätze, die da jetzt mit in dieses Thema einfließen und eigentlich bis heute noch relativ offen sind. Also er erklärte mir, er hatte dieses Schwert in einem Bereich des Nixloches gefunden, wo er sich kriechend fortbewegte und wo er
plötzlich dann, naja, fast von diesem Schwert blockiert wurde. Ja, sie gesagt hat, das nimmt er jetzt mit und das möchte er rausfinden, wem das gehört. Ja, und dann hatte er es und dann hat er weiter geforscht, dann kam er zu mir und ich habe es dann gehabt und dann hat er es wieder mitgenommen und dann hat er auch so erzählt, als er mit dem Schwert, das hat er übrigens zusammen mit einem Freund, der ihn begleitete, nach einem vermutlich Untersberg-Wochenende, wo sie sich da aufgehalten hatten, war das eine kleine Abschlusstour in eine Höhle wie das Nixloch, die nicht unbekannt ist, wo er mal reinschlupfen wollte. Naja, und dann ist ihm das passiert und dann sind sie gegen Abend nach Hause gefahren. Der Höhlenforscher selber ist ein Kfz-Mechanikermeister, der hat eine eigene Werkstatt. Und zum damaligen Zeitpunkt hat er meines Wissens einen VW-Bus gehabt und am Fuße, wie sagt man, also unter dem Armaturenbrett am Boden, hat er das Schwert zu liegen gehabt und fuhr dann am Abend nach Hause und sein Freund am Beifahrersitz, der war schon eingeschlafen. Und dann war es so auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg. Da gab es einen großen Krach, einen Schlag, was auch immer, sodass er als Fachmann für Autos erstmal am Rand rausfuhr und dachte, er muss mal nachschauen. Er findet sicher schon, was da der Fehler sein könnte. Hat das ganze Auto angeschaut und hat nichts gefunden, bis auf eine, ich zitiere, eine Art Schmauchspur an der Frontscheibe seines VW-Busses. Okay, und das Auto lief und er ist dann nach Hause gefahren und war auch noch zu Hause. Am nächsten Morgen hört er dann in den Nachrichten, dass auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg ein Heckenschütze aktiv gewesen ist, der vorbeifahrende Autos geschossen hat. Er hat sich dann bei der Polizei gemeldet und die haben gesagt, warum haben Sie mich eigentlich gleich gemeldet? Und er hat gesagt, ja, ihm ist das ja gar nicht bewusst gewesen. Er wusste ja gar nicht, was das für ein Knall war und er hat es auch nicht, hat eigentlich Glück gehabt, ja, dass da nicht mehr passiert ist oder die Scheibe zersplittert ist, das bei einer Autobahngeschwindigkeit hätte ganz böse ausgehen können. Na gut, die Polizei hat ihn als aufgenommen, dass er Betroffener ist. Und dann hat es tatsächlich noch ein paar Wochen oder Monate gedauert und dann ist dieser Heckenschütze tatsächlich ausfindig gemacht worden. Das war ein Nürnberger Rechtsanwalt, der eine sehr eigenartige Schießleidenschaft gehabt hat und mit seinen Gewehren von seinem Balkon aus auf die nahegelegene Autobahn eben geschossen hat und auf mehrere Autos. Und der ist dann auch verurteilt worden zu 7,5 Jahren Haft, wo ich dann auch schon wieder hellhörig war. Weil die Zahl 7 ist sehr stark mit dem Untersberg, mit der Innenwelt in Verbindung. Also war das schon mal alles sehr merkwürdig. Da zieht jemand ein Schwert aus dem Untersberg, wird darauf dann angeschossen. Derjenige, der ihn anschießt, der hat was mit dieser komischen Zahl des Untersberges zu tun. Also da wurden immer mehr Dinge, die da zusammenkamen. Na gut, der Höhlenforscher hat das Schwert dann noch ein Jahr bei sich gehabt. Und in der Zeit haben mehrere Leute geforscht. Also ich habe dazu aufgerufen auch und dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Mir ist eben sehr an dem Schwert aufgefallen, es hat einen eigenartigen Griff. Und wenn man heute sich mit Waffenkunde beschäftigt, dann kann man ja übers Internet, über Google dann durchaus alle möglichen Militarier und Waffen kann man bestellen und kann man Kataloge wälzen. Und ich habe mir so diese Schwertkataloge durchgeschaut. Ich habe nirgends eine passende Form dieses Griffs gefunden. Bis ich dann auf einmal die Überlegung hatte, ich hatte früher mit Tarotkarten gearbeitet und ein bestimmtes Tarotkartenset, das ist das von Aleister Crowley, das ist der bekannteste Schwarzmagier, der aus England kommt und der ein eigenes Tarot-Kartendeck entworfen hat. Und der hat bei den Schwertkarten, da gibt es das Ass der Schwerter. Und das hatte ich dann zufälligerweise rausgefunden und sehe mir das an. Der Griff stimmt absolut mit diesem Schwertgriff von dem Ass der Schwerter überein. Und dann dachte ich mir schon, wenn sich das jemand so vorgenommen hat und dann eigentlich Aleister Crowley irgendwo damit drinsteckt,
dann sind wir schon im sehr schwarzmagischen Bereich. Und dann bin ich schon sehr vorsichtig geworden, habe allerdings auch so ein bisschen Bestätigung dazu gefunden, dass mir das Schwert eigentlich nicht gut getan hatte und dass ich es auch schnell wieder los haben wollte. So, der Nächste, der mich darauf angesprochen hatte, der hatte eigentlich auch ein sehr umfangreiches Wissen über Okkultismus und Magie und sprach mich dann auf die Schrift auf der Scheide drauf an und meinte, das sind sogenannte Sigillen. Mhm. Aber googeln habe ich dann auch nochmal nachgeschaut und gesagt, okay, das stimmt absolut. Ich habe ja das Schwert fotografiert, alle Seiten, jeden Teilbereich, und es war absolut das, was ich dann unter Sigillen vorgefunden habe, entsprach der Gravur von dem Schwert. Nun hat derjenige mir auch gesagt, und das kann man auch nachlesen, dass wenn Magier mit Sigillen arbeiten, dann wissen auch wiederum nur die Magier, was sie mit dieser Schrift bezwecken, welchen Spruch oder welchen Bann oder welche Magie sie mit diesen Sigillen dann weitervermitteln. Das blieb also ungelöst oder ist bis heute ungelöst. Naja, und mit dem Wissen um die Sigillen, um den Griff und auch um die Erfahrung, die er damit gemacht hat, der Auffinder, es blieb nicht nur bei diesen bei dieser Anschießung, sondern es hatte sich auch private Auswirkungen, ich möchte jetzt in näher darauf eingehen. Und er hat dann wirklich nach einem Jahr zu mir gesagt, also er möchte das Schwert zurückbringen, da wo er es gefunden hat, und möchte das eigentlich auch so dann einlagern, dass nicht wieder ein weiterer Höhlenforscher oder Höhlenkundler auf die Idee kommt, es da rauszuholen, sondern dass es einfach sicher aufgehoben ist und niemand mehr findet. Da habe ich gesagt, okay, da begleite ich ihn gern, bin ihm da zur Seite gestanden. Und allein diese Entwicklung des Tages, es war so ein Sommertag wie heute, Juli, August, kann ich es auch nochmal nachschauen. Und wir hatten vereinbart, um 6 Uhr, also am Abend, treffen wir uns und dann bringen wir das Schwert dort zur Höhle. Der Wetterbericht war schon so, dass er für diesen Tag gesagt hat, so um 6 Uhr abends wird es ein Gewitter geben. Aber wir ziehen das durch, und ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen, hörte es schon grollen über mir, und es kamen dann schon bald die ersten Tropfen, aber wir sind dann einfach von so einem bestimmten Wanderparkplatz aus der Höhle gegangen, und es ging dann alles ziemlich flott. Die sind dann in die Höhle hineingegangen, und es hat dann geringet, also es war ein Platzregen vom Feinsten, und da muss man sich das vorstellen, bei dieser Höhle, die steht in Verbindung mit sehr alten Festungsmauern, und also die sind vielleicht jetzt 20 Meter vor der Höhle, und hinter diesen Festungsmauern war strahlender Sonnenschein, und auf der Seite, wo wir waren, also auf der anderen Seite von der Festungsmauern, auch wo der Eingang in das Nixloch war, da regnete es und donnerte es, also das war höchst faszinierend. Aber es war so das Zeichen, also jetzt passiert etwas, was etwas Magisches, das etwas dahin zurückfindet, wo es vielleicht zurückfinden sollte auch. Da kommt tatsächlich noch eine andere Geschichte mit ins Spiel, denn zu diesem Zeitpunkt, es gibt ja sehr viele Menschen, die sich mit diesem Berg auseinandersetzen, die den Berg tatsächlich hufen hören und eigentlich überhaupt nichts von dem Berg wissen. Und man kennt ja auch diesen Begriff oder den Satz, der Berg ruft. Ja. Und da habe ich so viele Menschen kennengelernt, eigentlich aus der ganzen Welt, aber viele natürlich auch aus dem deutschen Raum, die dann hierher gekommen sind, ohne zu wissen, was sie eigentlich daher treibt, und dann aber ihre Erfahrung machen mussten am Berg. Und so ging es einer Filmemacherin aus dem norddeutschen Raum, die in Hamburg lebte und eigentlich aus der Schweiz stammt, und mich anrief in dem Sommer und sagte, ja, sie hat diesen Ruf gehört und sie hat den Auftrag, jetzt da einen Film zu machen, so eine Art Roadmovie. Sie hat keine Ahnung, was sie da treibt, aber sie muss zum Untersberg und nimmt einen Kameramann mit und wird da filmen. Und ob ich ihr noch ein paar Tipps geben könnte oder ob da gerade irgendwas Besonderes zum Mitnehmen sei. Und ich habe gesagt, naja, dann gibt es eine Geschichte, das wäre vielleicht für sie interessant, diese Schwertdurchbringung. Also da war sie voll interessiert und war dann auch begeistert und kam dann mit ihrem Kameramann. Und es ging dann so weit, dass der Schwertfinder, der Höhlenforscher, zusammen mit dem Kameramann in dieses Nixloch hineinstiegen. Der Höhlenforscher das Schwert ablegte
Und es dauerte ungewöhnlich lange, bis die wieder herauskam. Und ich rätselte schon, weil ich stand schließlich draußen auch im Regen, war jetzt nicht so begeistert davon, warum die jetzt so lange drin sind. Und dann beim Raussteigen meinte aber der Höhlenforscher zu mir, er hat das Schwert jetzt nicht an der ursprünglichen Stelle abgelegt. Ich erkläre das deswegen so genau, weil diese Erfahrung ein paar Jahre später noch intensiver geworden ist. Also er hat sich an der ursprünglichen Stelle abgelegt, weil er meinte, dann würde der Nächste, der reingehen, es ja wiederfinden und vielleicht denselben, in Anführungszeichen, Fehler machen. Und er ist also weiter hineingegangen und dann, ich kenne diesen Bereich da unten recht gut, dann wird die Höhle so schmal und eng, dass auch der normale Mensch da einfach nicht mehr weiter kann. Und es geht so ein Spalt, der geht in die Tiefe und da hat er das Schwert so hineingleiten lassen, hat es dann vielleicht gerade noch so erkennen können oder was und hat gewusst, da holt es kein Mensch mehr hinaus. Okay. Das war für mich schlüssig und fühlte sich eigentlich auch gut an. Und damit schien die Sache zum Ende gekommen zu sein. Eigentlich hat es dann erst richtig begonnen, muss ich wirklich sagen. Ich würde gerne noch eine kleine Zwischenfrage einwerfen. Ja? Die Dimensionen dieses Nixloches, wie kann ich mir die ungefähr vorstellen von den Größenverhältnissen her? Ja, auch das ist ein Mysterium, weil es ist eigentlich keine große Höhle. Die Länge der Höhle ist so gut 100 Meter. Und der erste Raum, wo man einsteigt, das ist so eine kleine Halle, wo man ein bisschen stehen kann und wo dann auch Gänge abzweigen. Aber diese Höhle gehört eigentlich zum Bereich der Kleinhöhlen. Ja. Das Faszinierende an dieser Höhle ist aber auch Folgendes. Das habe ich im Winter selber schon beobachtet. Wenn man im Winter, also wenn draußen sehr eisige Temperaturen bestehen und man zur Höhle hinkommt, dann sieht man, wie eigentlich aus der Höhle so eine Art Nebel aufsteigt. Und diese Nebelbildung, in der Fachsprache ist es eigentlich die Bewetterung, die deutet eigentlich darauf hin, dass es eine größere Höhle sein müsste. In einer kleinen Höhle kann sich sowas kaum bilden. Und das Nixloch ist auch bekannt dafür, dass sie das ganze Jahr über sehr konstante Plusgrade hat. Also auch im tiefsten Winter und daher eben auch diese Nebelbildung. Aber Nebelbildung und Kleinhöhle passen überhaupt nicht zusammen. Das war schon mal so sehr verdächtig für diese kleine Höhle, die doch nicht so klein zu sein scheint. Ja, also der Schwert war wieder drin in dieser kleinen Höhle. Und naja, es vergingen Zeiten, sicher wieder ein Jahr. Da hatte ich dann auch keinen Kontakt mehr zu dem Höhlenforscher. Und ich habe ihn selber mal zwischenzeitlich angesprochen, über Facebook auch, und da reagierte er ganz eigenartig. Fast ein bisschen, ja, der Weltuntergang steht bevor und sonst was. Und, hey, was ist mit ihm los? Das ist also für mich ein sehr nüchterner, klarer Mensch, auch in seinem Beruf, und der redet plötzlich so. Das war sehr eigenartig für mich. Und dann verging nochmal ein paar Wochen, Monate, und dann kam ein Freund von ihm auf mich zu und sagte, du weißt schon, was da passiert ist. Der ist also tatsächlich wieder in die Höhle hineingestiegen, weil er einfach so neugierig war, um nachzuschauen, ob denn das Schwert da immer noch unten drin ist. Und dann ist ihm aber Folgendes passiert, und das hat mir dann der Höhlenforscher dann kurze Zeit darauf auch bestätigt, weil er dann mitbekommen hat, dass sein Freund mit mir da über ihn gesprochen hat. Naja, das ist schon so gewesen. Also er ist da hineingegangen, um zu schauen, was macht das Schwert. Und dann ist ihm etwas passiert, was einem Höhlenforscher einfach nicht passieren sollte, denn er hat an der Stelle, wo er das Schwert losgelassen hat, eine veränderte Höhle vorgefunden. Also die Dimension war an dieser Stelle anders, der Gang war anders und er hat sich schlicht und einfach nicht mehr ausgetauscht. Da beginnt, glaube ich, für einen Höhlenforscher so etwas wie ein Trauma, wenn er einen Bereich einer Höhle wiederfindet und stellt fest, der ist nicht mehr so, wie er früher war. Er hat da dennoch weitergeforscht, hat dann einen neuen Gang gefunden, der in die Tiefe führt, ist diesem Gang gefolgt und dann plötzlich lag das Schwert wieder vor ihm. Also da hat sich bei ihm so ein traumatischer Prozess entwickelt und
Das Interessante ist, dass er eigentlich auch nichts Besseres zu tun hat, als dieses Schwert wieder aufzunehmen, mit hinauszunehmen und wieder mit nach Hause zu nehmen. Und die Geschichte war halt dann für ihn letztendlich doch so erschreckend auch, ja, dass, und ich weiß bis heute eigentlich nicht, was er vom Schwert vermittelt bekommen hat oder was energetisch in ihm vorgegangen ist. Weil die unendliche Geschichte, die ist ja bis heute noch nicht ausgestanden, die wird immer spannender. Und dann, ja, dann hatte er das Schwert wieder zu Hause und dann wusste ich dann offiziell von ihm, was passiert. Und dann hat er gesagt, er geht die Sache jetzt anders an. Er bringt jetzt dieses Schwert zum Fundbüro. Das örtliche Fundbüro. Die haben ihn eigentlich ein bisschen kritisiert und gesagt, ja, eine Fundsache, die gehört eigentlich erstmal zum Fundbüro und dann wird es ein halbes Jahr aufbewahrt. Und wenn sich in der Zeit niemand meldet, dann bekommt derjenige, der das gefunden hat, den Fund auch wieder zurück. Also so, ein halbes Jahr hat sich niemand gemeldet und der hat dann tatsächlich offiziell dieses Schwert zurückbekommen. Hat dann aber vorgehabt, dieses Schwert an den nächstsicheren Ort zu bringen, seiner Meinung nach. Und es gibt am Untersberg ein Untersbergmuseum, das ist auf der österreichischen Seite in Fürstenbrunn. Kann man besuchen. Und mit denen hat er Kontakt gehabt und die haben gesagt, ja, das klingt interessant, sie würden das Schwert ausstellen. Und dem hat er dann praktisch das Schwert gebracht und dann ist es dort ausgestellt worden. So, und dann gedacht, okay, vielleicht ist es dort am sicheren Ort. Da vergingen jetzt ein paar Wochen oder Monate, den genauen Zeitraum weiß ich nicht, aber es war sicherlich nicht länger. Dann hat das Museum wieder mit dem Höhlenforscher Verbindung aufgenommen und die haben gesagt, das Schwert erfüllt doch nicht die historischen Anforderungen, die eigentlich das Museum an solche Fundobjekte stellt. Und er soll das Schwert wieder abholen. Hat es wieder abgenommen. Und seitdem ist es eigentlich in seinem Besitz. So, nun ist kürzlich, auch über Facebook war das, ich habe eine eigene Untersberg-Gruppe. Kann man die ganzen Sachen eigentlich auch nachlesen, kam jemand auf mich zu, weil auf Facebook gibt es ja die Funktion, bei bestimmten Vorkommnissen wird man immer wieder daran erinnert, erinnern Sie sich noch und wollen Sie das wieder teilen und wie auch immer. Und das war jetzt eben vor 2, 3 Wochen, da kam diese Erinnerung, vor 7 Jahren hatten Sie zum ersten Mal dieses Schwert in der Hand. Und ich dachte, 7 Jahre haben wir wieder die 7 dabei, ja, haben wir ja vorher schon mal erzählt. Und dann habe ich gedacht, ich teile das jetzt einfach mal, vielleicht wecke ich da den Höhlenforscher, der nämlich auch in der Gruppe mit dabei ist. Vielleicht wecke ich ihn damit mal wieder auf, dass er mal wieder darauf reagiert, wie es ihm da momentan geht. Er hat nicht darauf reagiert, aber ein anderer, der dann gesagt hat, er hat auch ein Schwert. Und er ist mit diesem Schwert auf Wanderschaft gegangen, zum Untersberg. So, da beginnt jetzt eigentlich die nächste Geschichte. Irgendwann muss ich da aber wirklich mal aufhören, weil es hört nicht auf. Für mich ist jetzt der Abschluss dieser momentan unendlichen Geschichte die, dass ich über mein schamanisches Wirken erfahren habe, dass das Schwert, das da eingebracht worden ist, durchaus schwarzmagisch zu sehen ist, aber nicht in dem Sinne, wie ich es verstehe, dass es denjenigen trifft, der es eigentlich rausnimmt, sondern das Schwert sollte eigentlich verhindern, dass Menschen dort hineingehen. Es ist eine Art Bann, ein Bannspruch mit den Sigillen, der Menschen davon abhalten soll, in diesen Berg oder in den Untersberg weiter hineinzugehen. Und dann könnte ich jetzt weitermachen. Warum sollen Menschen davon abgehalten werden, in die Unterwelt, in die Unterwelt einzusteigen? Jetzt sind wir beim nächsten Mysterium, der Untersberg und die Unterwelt. Woher kommt der Name Untersberg? Weil es immer unter dem Berg passiert, also alle Wunder, alle Sagen, viele Sagen spielen unter dem Berg und damit wird schon angedeutet, da gibt es eine eigene Welt, eine andere Dimension. Und jetzt lasse ich es mal so offen, weil ich könnte noch viel weiter erzählen, aber vielleicht kommt von Ihnen noch mal eine entsprechende Frage. Ich finde, jetzt wird es gerade erst richtig spannend, obwohl die ganze Geschichte sehr spannend ist, weil gerade diese einzelnen Aspekte, die dann im Großen und Ganzen betrachtet, die Story erst rund machen, das ja, lässt aufhorchen. Und da könnte schon auch echt was dran sein. Also diese ganzen Mysterien und Sagen, die man rund um den Untersberg so in den
Jahrhunderten fast schon gesammelt hat, die weisen ja alle nun mal darauf hin, dass sich da unterirdisch was Spannendes abspielen soll. Ob es jetzt Kaiser Karl ist, der dort schlafen soll, oder Zwerge, die dort ansässig sein sollen. Da gibt es ja die verschiedensten Sagen, die sich da so abspielen sollen. Und genau. Dann möchte ich gleich weiter darauf einsteigen. Die verschiedensten Sagen, die verschiedensten Wesen, eben Zwerge, Riesen, Drachen, Wildfrauen und so weiter. Und das Interessante ist, also das ist eine Erfahrung, die über Jahre hinweg für mich sehr klar auf der Hand liegen, dass alle Mythen haben einen wahren Kern. Und ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht aus den Antiquariaten, aus den Buchantiquariaten, sich solche alten Sagenbücher anzuschaffen aus der eigenen Heimat und sich mal mit diesen Überlieferungen auseinanderzusetzen. Da werden ja Namen genannt, manchmal sogar Jahreszeiten genannt, es werden Orte genannt und man kann ja den Sachen versuchen, auf den Grund zu gehen. Das gelingt eigentlich beim Unterzwerg recht gut. Da haben wir Zwerge, da haben wir Drachen, Wildfrauen, Riesen unter anderem. Und bei den Zwergen, und da möchte ich jetzt gleich ansetzen, von denen heißt es ja stark, sie kämen immer wieder aus der Unterwelt, aus der unteren Welt, aus der anderen Welt. Übrigens auch von den Wildfrauen, von den Drachen, von den Riesen, genau dieselbe Thematik. So, und komme ich jetzt nochmal aufs Nixloch zurück. Es gibt tatsächlich eine Sage, eine Überlieferung, eine volkskundliche Überlieferung, die besagt, dass im Nixloch die Zwerge, also diese Untersbergmantel, dort unten aktiv gewesen sind, um Gänge auszubauen, zu erweitern, also fast sowas wie Bergbau, den sie da betrieben haben. Und das klingt jetzt nicht nach irgendeiner Fantasy, sondern das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Nun ist so der Bereich um Berchtesgaden ja bekannt für Salze, wird heute noch gefördert und Salzabbau. Das war auch lange Jahre das weiße Gold dieser Region. Aber es gibt dann auch viele andere Mineralien, die bis heute noch aus den Bergen, aus dem Alpenraum herausgeholt werden. Und dazu gibt es Forschungen, dass aus Venedig im Mittelalter Menschen beauftragt wurden, aus dem Alpenraum oder überhaupt aus dem deutschen, europäischen Raum, Mineralien zu sammeln, zu holen und nach Venedig zu bringen. Und Venedig ist ja dadurch eigentlich reich geworden. Und dann gibt es auch diesen Begriff der Venediger Mantel. Und das sind auch Zwerge. Und von denen wird eben überliefert, dass sie im ganzen Alpenraum, also auch weit ins deutsche Land hinein, dass sie dort unterwegs gewesen sind, Mineralien gesammelt haben und die dann nach Venedig zurücktransportiert haben. Und die waren halt für die Einheimischen hier im Alpenraum sehr unheimlich. Sie sprachen eine fremde Sprache, also Italienisch halt, und sie sahen seltsam aus, sie haben uns kleinwüchsig waren und waren auch seltsam angezogen. Die wurden meistens so mit Kutten und Kapuzen dargestellt. Ja, das war eine Art Schutzbekleidung, wenn sie da Bergbau betrieben haben. Und sie haben im Wald gelebt, in Höhlen gelebt. Ja klar, weil die sind nicht lange da gewesen, bis sie wieder ihre Mineralien hatten und dann wieder zurückgereist sind. Und sie waren aber trotzdem sehr fromm und auch viel Überlieferung, dass sie erst zur mitternächtlichen Stunden in die Kirchen hineingegangen sind, um dort ihre Messen zu feiern. Und das war eben für die einheimische Bevölkerung alles unheimlich. Ja? Aber letztendlich wirklich so gut erklärbar, dass diese zwergenhaften Menschen damals aktiv gewesen sind und ihre Spuren aber bis heute hin nachwirken. Und beim Untersberg, weil es eben auch so ein besonderer Berg ist, ist aus diesem Venediger Mantel der Begriff Untersbergmantel geworden. Ist aber wahrscheinlich nichts anderes als eben diese zwergenhaften, seltsamen Wesen aus Italien. Ja, wie spannend. Also nämlich, man hätte ja jetzt auch jede andere Stadt nehmen können, aber dass gerade Venedig da jetzt fällt in dem Zusammenhang, lässt mich doch sehr aufhorchen, weil ich schon für mich selber erkannt habe, dass einer der verdeckten roten Fäden der Menschheitsgeschichte eine Art Knotenpunkt in Venedig hat. Ja, also erstmal Venedig selber,
Da ist man ja von einem großen Wissen. Der Klerus, der Adel, die haben natürlich sehr viel Macht besessen, aber auch sehr viel Wissen. Und die Menschen, die beauftragt waren, dieses Wissen zu erweitern oder Mineralien zu sammeln, die besaßen auch großes Wissen, Erkenntnisse über Landwirtschaft, über Mineralienkunde und so weiter. Und das hat ja dann diesen Wesen auch die Möglichkeit gegeben, gut zu überleben, weil sie sich bei der Bevölkerung immer behilflich zeigen konnten. Die haben den Bauern geholfen bei der Landwirtschaft, haben denen gute Tipps geben können und dann sind die natürlich auch mit Essen und Trinken versorgt worden. Ja. Schlafen haben sie ja sowieso in den Wäldern können oder in ihren Höhlen, aber sie mussten dann immer wieder auch mal um eigenes Wohl kümmern. Und so sind diese Geschichten entstanden, also absolut reale Geschichten. Und interessant ist, dass halt energetische Spuren halt immer noch da sind oder eben die Namen noch da sind. Und dass dann so Überlieferungen wie vom Nixloch, da haben die vielleicht Bergbau betrieben. Übrigens ist auch interessant, der Begriff Nixloch, der ist zweideutig. Der Nix, das ist ja auch so ein mythologisches Wasserwesen eigentlich, ja, auch bekannt als der Nöck oder die Nixen, Nixen. Sind mythologische Wesen. Aber das Nix gibt es nämlich auch und das Nix ist tatsächlich früher bis vor 100 Jahren sogar noch in Apotheken verkauft worden. Was ist Nix? Der Begriff ist eine Art Bergmilch, eine Kalzitablagerung, eine weiße Kalzitablagerung, das findet man heute noch im Nixloch. Das ist eingesetzt worden, um Augenleiden einfach zu therapieren. Und das haben die in den Apotheken verkauft und dazu sind die entsprechenden Leute rausgeschickt worden, holt es bei den Löchern da und da ist nichts und wir verkaufen es dann mal. Also auch da die Doppeldeutigkeit von der und das nichts. Und da ist tatsächlich Bergbau betrieben worden, also da schließen sich die Kreise. Ich finde interessanterweise auch gar keine Zwergengeschichte, gerade in meiner Erinnerung, die nicht mit Unterwelt oder Bergbau in Verbindung gebracht wird. Also das ist irgendwo zwangsläufig. Bist du ein Zwerg, wohnst du in der Unterwelt und machst Bergbau, ja. So, und jetzt wird es allerdings ein bisschen schwieriger, denn das kann man ja noch so stehen lassen als einen Hintergrund, der sogar gut erklärbar ist und der eigentlich das Entstehen einer Sage dann wirklich klar vor Augen führt. Es gibt allerdings auch eine matriarchale Form der Betrachtung dieser Wesen, was jetzt Zwerge und Riesen betrifft. Das sind immer Überzeichnungen, entweder sehr kleine oder sehr große. Und diese Überzeichnungen in dieser Sagenwelt deuten einfach darauf hin, dass sie besondere Fähigkeiten besessen haben. Und Matriarchatsforschung, die geht zum Beispiel beim Untersberg darauf oder zielt darauf ab, dass diese Wesen dort aus dem alten Volk noch stammen. Das alte matriarchale Volk, das ein großes Wissen um die Naturkräfte besaß, heute würde man sagen okkultisches Wissen, und dass die, nachdem das Matriarchat immer mehr zurückgedrängt worden ist durch das aufsteigende Patriarchat, dass dieses Volk sich dann immer mehr zurückgezogen hat in die Natur, in die Wälder, in die Berge, in die Höhlen. Und so kenne ich eben die Geschichten vom Unterswerk, dass das Zustandekommen von diesen ganzen Wesen, die da wirken sollen, eventuell wirklich auf dieses alte Volk zurückzuführen ist. Und da gibt es extrem interessante Betrachtungen, die das Wirken von magischen Kräften in Verbindung mit Veränderungen am Berg in Zusammenhang bringt. Und da wird es dann wirklich fantastisch. Aber es macht auch immer mehr erklärbar, dass dort Dinge geschehen, die man heute als Wunder bezeichnet, die man früher als Wunder bezeichnet hat. Und jetzt kommt es auch, der Untersberg hieß früher bei den Menschen der Wunderberg. Und ich gehe so weit, dass ich mir denke, vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, dass dieser alte Begriff zurückkehrt, weil die Wunder geschehen heute noch. Es passieren also immer wieder Dinge, ich habe selber meine Erfahrungen damit gemacht, aber auch immer wieder Geschichten, die mir vermittelt werden von Menschen, die an besonderen Orten am Untersberg unterwegs sind. Meistens sind es sogenannte Kraftorte oder Kultplätze. Und die begegnen dann plötzlich, meistens wenn sie allein oder zu zweit auch unterwegs sind, die begegnen ein Wesen der Anderswelt. Das kann sein ein Schornsteinfeger, das
ganz irre Geschichte. Das hat ein Freund von mir eigentlich erzählt. Der wollte zu einer bestimmten Kletterroute am Muntersberg und die haben sich eigentlich verlaufen gehabt. Und dann plötzlich kommt ihnen entgegen ein Schornsteinfeger in voller Montur. Ja. Und denkt man eh schon, was macht jetzt der da? Und in diesem Moment, wo du dann von dieser Begegnung so überrascht wirst, denkst du, hey, was, drehst dich um? Und das ist immer dieser Effekt. Also diese betroffenen Menschen drehen sich um und dann ist die Erscheinung verschwunden. Und das gibt es vom Schornsteinfeger, das gibt es von Zwergen, das gibt es von Wildfrauen, das gibt es von Mönchen. Die Menschen begegnen diesen Wesen, sind erstmal völlig konsterniert, drehen sich um und dann ist die Erscheinung weg. Es gibt also diese Momente, wo sich die, man kann sagen, Dimensionsportale oder ich sage immer, wo sich die Anderswelt öffnet. Und wenn man dann nicht schnell reagiert, dann macht es puff und die Erscheinung ist wieder weg. Man hat in diesen Momenten wirklich die Möglichkeit, aber das ist für viele einfach so überraschend, so traumatisierend unter Umständen auch, dass die erstmal erschrocken sind und denken, hey, was ist da los, das stimmt jetzt alles nicht. Und dann ist die Sache aber schon wieder vorbei. Das spiegelt auch sehr meine Annahme des Untersbergs wider, weil ich das für eine Art Ballungspunkt in Deutschland halte, wo ja verschiedenste ja, Realitäten aufeinander Einfluss nehmen können. Und ja, wer seinen Horizont oder sein Wahrnehmungsspektrum einmal vergrößert hat, der kann dementsprechend auch immer mehr wahrnehmen und dementsprechend werden die Anderswäldler sich dann dem auch anpassen und ja, sich so ein bisschen in unsere Realität hineintröpfeln lassen, so will ich es mal bezeichnen. Ja, wirklich, sehr gut. Freut mich, ganz toll getroffen. So ist es. Es gibt hier am Untersberg einen Menschen, er lebt noch. Er ist allerdings schon relativ alt und es ist ein Pfarrer. Und der Pfarrer wird von vielen auch als der Untersbergpfarrer gesehen und auch so benannt. Ein sehr ungewöhnlicher Mensch, mit dem ich auch eine starke Verbindung habe. Und ich zitiere ihn, und er hat einmal vor einigen Jahren gesagt, was wissen wir Menschen eigentlich, wie viele Dimensionen es tatsächlich gibt. Und er hat es auch wirklich sehr stark in Verbindung mit dem Untersberg gebracht. Und er hat auch noch einen anderen interessanten Ausdruck gebracht, er hat gesagt, was am Untersberg geschieht, geschieht auf der Welt. Und es ist eine Darstellung einer sogenannten Spiegelwelt, die am Untersberg existiert, weil viele sagen, zeigen wir eigentlich eine andere Welt auf, aber es ist eigentlich eine Welt, die uns sehr ähnlich ist. Und das ist auch heutzutage sehr eigenartig. Es sind so viele Dinge in letzter Zeit am Berg passiert, die mit der gegenwärtigen Entwicklung ganz stark in Verbindung stehen. Ich nenne den Berg eben auch schon seit vielen Jahren als den steinernen Propheten, weil er Dinge von sich gegeben hat, die uns einfach Warnungen gegeben haben. Und die waren in den letzten Jahren, ob das jetzt die Euro-Krise betrifft, die Flüchtlingskrise, jetzt die Kriegssituation oder ganz früher den Zweiten Weltkrieg, die waren von dem Berg so krass dargestellt worden, dass viele Einheimische das wahrgenommen haben und das eigentlich auch immer so mit erhobenen Fingern gesehen haben, der Berg warnt uns wieder. Das war zum Beispiel vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, da gab es ein Nordlicht über den Berg, eindrucksvoller kann man es gar nicht darstellen. Und es ist ja bekannt, der Hitler hatte ja am Berg gegenüber Obersalzberg, ja. Sein Berghof, und es hat auch den Grund gehabt, dass Hitler auch mit Okkultismus in Verbindung gebracht wurde und er eigentlich auch sehr interessiert war am Berg, und er wollte genau deswegen ja auch diesen Berghof mit Blick auf den Berg, und er wollte auch irgendwann einmal am Berg oben begraben sein. Gott sei Dank ist das alles nicht passiert. Und es ging ja so weit, dass unter den Nazis die Sagen vom Berg germanisiert worden sind. Dann ist eigentlich aus unserem Untersberg der Wotansberg geworden. Was überhaupt nicht der Wotan, du findest keine Sage vom Untersberg und Wotan, aber im Dritten Reich hat man das germanisiert und gesagt, das ist unser Wotansberg. Und klar, dass solche Sachen sind da passiert. Ja, da hat eine gewisse Vereinnahmung stattgefunden. Genau.
Und diese Prophezeiungen vom Berg, die sind in den letzten Jahren schon sehr massiv gewesen. Und ich will auch in dem Zusammenhang noch einen anderen Menschen mit ins Spiel bringen, den viele, also gerade in unserer Region, recht gut kennen, weil er als Prophet, als menschlicher Prophet gewirkt hat. Und ich glaube, ich weiß Alois Irlmeier. Ja. Hätte ich jetzt auch erraten, ja. Also ich selber wohne in Freilassing und in Freilassing hat Alois Irlmeier bis zu seinem Lebensende gelebt, 1959, und er war einer der bekanntesten Deutschen, vor allem bayerischen Hellseher, und war dafür eigentlich auch bekannt geworden, weil er so vielen Menschen helfen konnte, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wussten, kommen ihre Vermissten wieder zurück aus den Kriegsgefangenschaften, und der hat ihnen präzise gesagt, der kommt und der nicht mehr, und er hat ihm sehr viele Prophezeiungen auch zu unserer Zukunft gegeben. Und er hat gerade so in seinen letzten Jahren immer gesagt, also er ist froh eigentlich, dass er das nicht mehr alles erleben muss, was er da alles sieht. Und er hat einfach Dinge gesehen, die jetzt alle eingetroffen worden sind, auch von der technischen Entwicklung. Das ist das Erstaunliche. Und ich möchte eigentlich gar nicht so darauf eingehen. Ich sehe in dem Zusammenhang schon immer, das ist die Geschichte, auf die wir uns einlassen müssen, weil sie irgendwie vorgegeben ist. Aber zugleich hat Alois Irlmeier auch immer gesagt, wenn wir das überstehen oder überstanden haben, dann kommt so die goldene Zeit. Dann hat sich wirklich in unserem Bewusstsein so viel verändert, dass wir wirklich uns gewandelt haben. Und ich bin halt der Meinung, wir stecken jetzt gerade in diesem Bewusstseinswandel voll drin. Es hat alles gerade begonnen, was wir uns vor 2,5 Jahren unmöglich hätten vorstellen können, dass die ganze Welt plötzlich seltsame Maßnahmen trifft. Also, dass sowas überhaupt machbar ist. Und dass wir jetzt wieder einen Krieg vor der Haustür haben und solche Geschichten, das wäre alles unvorstellbar gewesen, aber es ist Tatsache. Und ich bin einfach überzeugt, nach all dem, was ich so erlebt habe, auch in Bezug mit dieser Anderswelt, dass wir einerseits in einem schwierigen Prozess drinstecken, aber andererseits auf einem guten Weg sind, um weiterzuwachsen. Weshalb wir da auch jetzt nicht groß die Hilfe dieser Anderswelt in Anspruch nehmen können oder darauf hoffen können, weil es ein Bewusstseinsprozess in jedem von uns selber drin ist, und da gehören auch ziemlich schlimme Erfahrungen dazu, um daraus wachsen zu können. Da dürfen wir gespannt sein. Das ist aber so ein Punkt, also da bin ich sehr ambivalent. Wenn wir in der jetzigen Zeit eigentlich Unterstützung brauchen könnten, dann gibt es meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach eine Ebene, die uns zur Seite stehen könnte. Und da kommt sogar das Nixlot nochmal mit ins Spiel. Und da kommen auch Forschungen von einem österreichischen Ehepaar. Kusch. Ja, klar. Und was die also in diesen letzten Jahren herausgefunden haben, in Bezug zu einer anderen Welt, zu den Völkern der Unterwelt, die nachweisbar belegt aus mittelalterlichen Dokumenten von Adel und Klerus vorhanden waren, mit denen wir Handel betrieben haben und die vermutlich um ein viel höheres Wissen hatten, als wir selber vielleicht heute noch, aber im Mittelalter etwas dazu geführt hat, dass diese Verbindung, diese Kontakte und auch diese Tunnelalarm oder sonst was ganz bewusst verschlossen worden sind. Warum? Für mich ganz klar auf der Hand gelegen, insbesondere der Klerus, die haben Angst gehabt um ihren Machtverlust, der denen immer deutlicher geworden ist, was die da alles mitbringen an Wissen und an Fähigkeiten, das könnten die nie selber leisten. Also haben sie ganz bewusst diese Verbindung abgebrochen. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht in der heutigen Zeit es wieder schaffen könnten und schaffen werden, diese Verbindung herzustellen. Und es gibt ein paar Gedanken, da gehören auch die Forschungen von dem Ehepaar Kusch dazu. Aber ich habe mir immer gedacht, was das Ehepaar Kusch in der Steiermark durch die Erdstallforschung, durch diese 12 Apostelzechen und so weiter, was die da schon rausgefunden haben, das Salzburger Land grenzt an Steiermark an. Es war für mich nie vorstellbar, dass es das, was in der Steiermark geht, nicht bei uns auch geben sollte. Nur inzwischen komme ich immer mehr darauf, dass es im Salzburger Raum vermutlich noch viel intensiver betrieben worden ist, um das Ganze zu verschließen. Und dann komme ich auf die Sagen vom Untersberg zurück. Es gibt eine der zentralsten und stärksten Sagen vom Untersberg überhaupt. Das ist die Sage vom Lazarus Kitschner. Mhm.
Das Spannende an dieser Sage, da gibt es 23 verschiedene Versionen, die alle ziemlich ähnlich gelagert sind, wo Namen genannt werden, wo Jahreszahlen genannt werden, wo Orte genannt werden, wo bestimmte okkulte Dinge genannt werden. Und dieser Lazarus Kitchener, das war eigentlich ein einfacher Mann des Volkes, ein sogenannter Gehilfe eines Stadtschreibers von Bad Reichenhall. Diesen Gehilfen, den hat man nochmal auf Untersberg aufgeschickt, nachdem eine größere Gruppe aus Bürgermeister, Pfarrer und so weiter und Stadtschreiber selber am Untersberg rum waren, und dann haben die diesen Untersberg-Code da oben gefunden. Und als wir wieder unten waren im Tal, haben wir gesagt, warum haben wir uns das eigentlich nicht aufgeschrieben, diesen seltsamen Code, keiner konnte lesen, komm, Gehilfe, geh wieder rauf. Und dann ist er raufgegangen und dann ist er in eine Zeitanomalie hineingekommen, das sind eben auch so ganz besondere Geschichten vom Untersberg. Und dann kam ein Mönch aus dem Berg heraus, der ihn dann gefragt hat, was macht er da? Und, aha, okay, und wenn du mehr wissen willst über die Geheimnisse des Berges, dann folge mir, aber du darfst niemandem davon erzählen, bis zu deinem Lebensende. Und erst zu seinem Lebensende hin hat der Lazarus Kitchener dann seinem Sohn am Sterbebett eigentlich so fast, wie es überliefert hat, erzählt, was er da drin alles gesehen hat. Und dann erzählt er doch, dass rund um den Untersberg Tunnelanlagen existieren, und zwar 12 an der Zahl, die alle zu bestimmten Kraftorten, also Kirchen, hinführen. Bis auf eine existieren die Kirchen heute noch alle. Und meine Nachforschungen gehen inzwischen so weit, dass ich bei zwei Kirchen weiß, dass die unterirdische Anlagen besaßen und tatsächlich im Mittelalter verschlossen worden sind. Und dass es weitere Tunnelanlagen gibt, die langsam erst jetzt wieder ins Bewusstsein zurückkehren, wo wir noch viel zum Nachforschen haben, aber wo es vielleicht die Möglichkeit auch besteht, dass wir doch nochmal eines dieser Portale öffnen können und vielleicht ganz dringend uns Hilfe aus einer anderen Welt holen könnten, die wir meines Erachtens gut jetzt gebrauchen könnten. Also wir können uns das nicht unbedingt vorstellen wie eine physische Deckelung, sondern da hat auch wirklich so eine energetische Abtrennung voneinander stattgefunden. Ja. Und das könnte dann vielleicht eine Art Joker für uns verfangene Menschheit sein, um ja diesen Matriarchat wieder in uns zu initialisieren auch. Und ich möchte sagen, das bezieht sich nicht rein auf Untersberg. Ja. Wie in der Steiermark, wie in ganz anderen Gegenden von Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, diese Unterweltanlagen, also die gibt es überall. Ja. Und dass wir wieder zurückfinden zu diesen anderen Völkern und zu diesen eigentlich, vielleicht, da spielt jetzt auch Atlantis mit hinein, diese Namen, die ja auch sehr bekannt sind. Es ist, wir als Menschen haben eigentlich schon so viel verspielt, dass wir immer so, es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12, was wir uns eigentlich versaut haben im Umgang mit der Natur und mit uns selber, wie wir miteinander umgehen, dass wir Kriege betreiben und so weiter. Also ich glaube, wir haben deutlich gezeigt, dass wir es eigentlich nicht wert sind, auf dieser Erde zu leben. Und wir bräuchten eigentlich dringend eine Belehrung, eine Unterstützung. Und wir selber sind scheinbar nicht mehr dazu in der Lage. Haben Sie denn eine Ahnung, wie wir den Schlüssel dazu wieder entdecken können? Oder wo ist der Weg, in der wir dahin wieder Kontakt aufnehmen können? Weil so einfach ist es ja anscheinend nicht, sonst hätte es sich ja schon längst präsentiert. Das ist jetzt ein Weg, der zwar sofort möglich ist, aber trotzdem längere Prozesse voraussetzt. Und ich weiß nicht, ob uns die Zeit reicht, aber dennoch, um ein Beispiel zu nennen, wie ich an diese Sache hinangehe. Als vor gut 2 Jahren diese ganze Corona-Geschichte begann und zum Beispiel hier auch am Untersberg die Grenze zwischen Deutschland und Österreich geschlossen war. Oder du durftest nicht mehr zum Wandern raus. Du durftest bestimmte Wanderwege zwischen Deutschland und Österreich nicht mehr betreten. Du bist tatsächlich gestraft worden. Und da haben wir gedacht, Menschen, die jetzt auf Sinnsuche sind oder auf Gottsuche und die halt pilgern gehen und so solche Ziele wie den Jakobsweg vor Augen haben, was machen die in der Zeit? Ja, die können nicht raus. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir haben halt so einen Heiligenberg, für mich ist der Untersberg aus verschiedenen Gründen auch ein Heiligenberg. Wenn wir solche Berge, dazu gehört der Untersberg, aber natürlich viele andere Berge auch, aber der Untersberg hat vielleicht einen der klingendsten Namen auch, wenn wir den vor der Haustür haben, dann wäre es doch ein einfaches, einmal einen
Weg rund um den Untersberg zu initialisieren, einen Pilgerweg, der es den Menschen ermöglicht, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit den Berg zu umrunden und schlimmstenfalls, wenn wir Ausgangssperren haben oder Grenzen nicht übertreten haben, man kann zumindest den Weg zur einen Hälfte gehen, weil zur einen Hälfte liegt in Deutschland und zur anderen Hälfte in Österreich. Man kann das ja alles einteilen, aber wir haben einen heiligen Berg vor der Haustür und dieser Berg bietet uns die Möglichkeit, allein durch dieses Pilgern Kontakt mit der anderen Welt aufzunehmen. Und dazu rufe ich auf, ihr braucht es nicht auf den Jakobsweg reisen. Geht es an eure heiligen Berge. Bei uns ist es der Untersberg. Viele rufen der Untersberg. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was seit 20, 25 Jahren die christlichen Wallfahrer einmal im Jahr machen. Und zwar am 14. August, ist auch jetzt wieder, steht eigentlich jetzt in den nächsten Tagen an, wird wieder groß beworben, die große Untersberg-Wallfahrt. Die geht im Uhrzeigersinn, geführt von dem Untersberg-Pfarrer, um den Untersberg herum. Ich habe es bewusst andersrum gemacht. Da geht es um das weibliche und männliche Prinzip. Wer im Uhrzeigersinn wirkt oder geht, der ist auf dem männlichen Weg. Gegen den Uhrzeigersinn verfolgt das weibliche Prinzip. Pfarrer Schwarzberger, also der Untersberg-Pfarrer, hat einmal gesagt, die Zukunft gehört dem Weiblichen. Also haben wir gedacht, dann wäre es angebracht, den Berg auch im weiblichen Sinne zu umrunden. Und habe zum großen Teil diesen Weg auch so zusammengestellt, dass er eigentlich den, wo die christlichen Wallfahrer schon gehen, bis auf geringen Ausnahmen, aber habe jetzt nicht im Vordergrund die Kirchen, was natürlich für die christlichen Pilger das wichtigste Ziel ist auf diesem Weg, sondern die, ja, ich will schon fast sagen, die Naturwesenheiten, die Sakralbauten der Natur. Das sind Bäume, das sind Quellen, das sind Wasserfälle, das sind Höhlen und das sind Möglichkeiten, um einfach in dieser Kommunikation mit der Natur diesen Weg zu finden, den wir verloren haben. Diese Natursprache zu erlernen, wenn du in Ruhe einen Weg gehst, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist der Weg. Und das können wir eben hier machen. Der Weg heißt übrigens der Perchtweg und das habe ich auch sehr bewusst den Namen gewählt, weil die Percht, das ist eigentlich so die frühere matriarchale Göttin des Alpenraums, die Urmutter, die Bergmutter, die Percht. Der Perchtweg, der ist heute jeden Tag begehbar und nicht nur für die Christen, die ihn einmal gehen, am 14. August. Ich muss direkt an ganz viele andere Orte auf der Welt denken, wo Ähnliches oder fast das Gleiche praktiziert wird. Da gibt es in Indien zum Beispiel den Arunachala-Berg, wo auch eines der größten, Volksfeste oder religiösen Feste stattfindet. Und da wird genau das Gleiche praktiziert. Das heißt, der Berg wird umrundet. Oder Mekka könnte man da auch noch nennen, wo um das Viereck. Ja, Kailash zum Beispiel auch. Ja. Das ist einer der bekanntesten Berge, der von drei Religionen begangen wird. Ja. Und der Kailash ist übrigens auch wieder Untersberg. Er gehört zu den Chakren der Erde. Der Untersberg ist eben als Herzchakra bekannt. Der Kailash ist auch das, hoffentlich sage ich es nicht falsch, das Kronenchakra. Ja, genau. Und dann gibt es auch in Australien, das ist eigentlich so wirklich bei uns auf der anderen Seite, also da am anderen, den Ayers-Rock, genau. Der Uluru. Und für mich ist der Uluru eigentlich auch so eine Art Zeichen der Zeit, weil die Aborigines, die Indigenen von Australien haben es tatsächlich geschafft, dass ihr heiliger Berg immer heilig gewesen ist für sie, den sie nie betreten haben. Aber dann von den ganzen Touristen natürlich überrannt worden ist und mit Steiganlagen versehen worden ist und so weiter, dass seit letztem Jahr ist es, glaube ich, ist der wieder absolut tabu und da darf kein Mensch mehr raufgehen. Die haben das geschafft. Ich meine, so weit möchte ich bei uns nicht gehen. Der Untersberg ist, da gehen eine Seilbahn rauf, da sind Sendeanlagen, das ist nicht zum Rückgängig machen. Aber zumindest können wir uns dessen Bedeutung bewusst machen, indem man ihn wirklich im reinen Sinne umrundet. Bepilger. Es ist halt meine Möglichkeit, in dieser Zeit Zeichen zu setzen und Menschen dazu aufzufordern, zur Natur zurückzukehren und mit ihr zu sprechen. Auch irgendwo sein individuelles Bewusstsein dem hinzugeben und alles auf sich wirken zu lassen. Ne? Ja, genau. Ja, ich habe auch raus recherchiert, beziehungsweise das ist mir auch schon lange bekannt,
dass der Dalai Lama 1992 den Untersberg als Herzchakra Europas bezeichnet hat. Was ich allerdings nicht raus recherchieren konnte, was ich aber auf jeden Fall gehört habe, ist, dass der Dalai Lama eine Art Erdbannungsritual dort gemacht hat. Ist das Ihnen auch bekannt? Nein, das ist mir nicht bekannt. Also das hat komischerweise auch wieder was mit Schwertern zu tun, dass da werden Schwerter oder Dolche dann in die Erde gesteckt, um den Geist im Boden zu halten oder unterirdisch. Das war mir jetzt gar nicht einfach hinterher zu recherchieren, aber das habe ich nicht einfach so gehört, sondern das kam zu mir. Das ist aber jetzt ein sehr interessanter Zusammenhang mit dieser Geschichte von dem Schwert im Nixlocher. Das ja wirklich auch in der Erde steckte. Ich würde da sogar gerne noch weitergehen. Das kam mir jetzt eben während unseres Gespräches. Die Artus-Sage, die ja im Grunde genommen dem Parsifal, der so unbefangen wie möglich es erst ermöglicht, den Heiligen Gral dann auch zu finden. Und ja, lasst uns mal alle unverfangen zum Untersberg reisen und mal schauen, was wer von uns Parsifal ist. Also ja, für mich ist es gerade rund, ja. Sehr schön. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie auch noch andere Orte in Deutschland oder in Mitteleuropa oder im Alpenraum für sich herausgefunden haben oder wo Sie eine besondere Beziehung vielleicht zu haben, weil wir haben ja viele solcher Orte hier auch in Deutschland. Nein. Also ich habe zusammen mit meiner Frau ein Internetarchiv, das heißt kraftort.org, und da haben wir über die Jahre hinweg und über unsere Recherchen hinweg viele Orte im deutschen Raum zusammengetragen, was bei uns zur damaligen Zeit einfach nicht möglich gewesen, dort überall hinzureisen. Und einfach aufgrund der Recherchen haben wir gesagt, also von dem Ort weiß man das und so, und das ist halt riesengroß geworden inzwischen. Und nachdem aber so diese Entwicklung hier am Untersberg dann auch immer größer geworden ist und ich mich mit dem Thema auch immer mehr auseinandergesetzt habe, bin ich schon einerseits sehr spezialisiert auf den Untersberg und habe ja damals auch meinen ersten Wanderführer, das magische Berchtesgadenland, über all diese Kraftorte und Kultplätze rund um den Untersberg gestaltet. Das hat sich dann erweitert über einen zweiteiligen Wanderführer zu dem magischen Salzburger Land. Das ist dann rausgegangen in den Chiemgau, wo ich ja lange Zeit berufstätig gewesen bin. Und da steht auch jetzt noch das Salzkammergut an. Also ich werde sicherlich auch weiterhin in der Richtung aktiv sein und habe viele, viele Orte außerhalb des Untersberges auch besucht. Und was halt eine ganz wichtige Essenz dieser Erfahrung ist, dass diese Kraftorte, die ja sehr stark über die Zeiten hinweg auch missioniert wurden oder getauft worden sind im christlichen Sinne. Also bei den Bergen würde ich halt einfach sagen, auf jedem Berggipfel steht heute ein christliches Kreuz um. Ja, das ist eine klare Vereinnahmung auch des Berges. Aber das betrifft ja auch viele Heilquellen, das betrifft viele Höhlen, das betrifft auch viele sogenannte Spaltfelsen. Das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen und da gibt es einige Orte hier im Berchtesgadener, im Salzburger Land bis weit hinein in den Chiemgau, wo große gespaltene Felsen, die in der Landschaft, ich sage mal, vielleicht durch einen Feldsturz hingekommen sind, durch was auch immer, und dann als gespaltene Felsen in der Landschaft standen. Und irgendwann haben die Menschen begonnen, sich da anzulehnen oder durchzugehen und haben dann gemerkt, gut, dieser Felsen macht was mit mir. Er macht sie rein, er macht sie heil, er initiiert sie, was auch immer. Also da gibt es unglaublich viele Geschichten dazu. Und man merkt es sehr deutlich, dass die Kirche versucht hat, solche Spaltfelsen sich anzueignen, indem sie selber ihre Tempel da drauf gesetzt haben. Und wo der Felsen einfach dann so groß war, dass es nicht möglich war, hat sich die Kirche daneben hingestellt. Und meine Erfahrung zum Beispiel mit diesen Spaltfelsen ist, dass sie heute noch extrem wirksam sind. Da gibt es in Österreich zum Beispiel, in Niederösterreich, ein Felsen, der heißt die Buckel W. Nucken. Ja, das ist auch so ein großer gespaltener Felsen
Und Menschen, die also Kreuzweh hatten, die haben sich durch diese Lücke des Felsens hindurchgezwängt und sind dann von ihrem Kreuzleiden geheilt worden, befreit worden. Und so gibt es viele andere, wo ich eben auch spannende Erfahrungen machen durfte, die als Indikation, muss ich ja schon bald sagen, das Thema Fruchtbarkeit hatten oder auch heute noch haben. Ich habe zum Beispiel beim Falkenstein, der ist am Wolfgangsee, da fahre ich übrigens die nächsten Tage auch wieder hin. Der war bekannt für seinen Fruchtbarkeitsaspekt. Und ich bin da früher zu einer bestimmten Jahreszeit auch immer wieder mit Gruppen hingebürgert und da waren Menschen unterschiedlicher Alter dabei und es waren auch immer wieder mal jüngere Leute dabei. Und zweimal habe ich das erlebt, dass mich, klingt jetzt blöd, aber 9 Monate nach dieser Wanderung dann jemand angeschrieben hat und gesagt, meine Freundin ist schwanger oder diejenige selber hat mich angeschrieben und gesagt, ich bin schwanger, ich habe die Pille genommen, wieso? Ja, und dann habe ich gesagt, ich habe es gesagt, dieser Fruchtbarkeitsaspekt, der hat heute noch Bestand. Mhm. Und wer sich da durchquetscht und sich nicht im Klaren darüber ist, dass ein Stein fruchtbar sein kann, der hat, übrigens, die haben alle ihre Kinder froh zur Welt gebracht und sind sehr glücklich darüber, aber das muss man sich eigentlich bewusst machen, dass diese, in der Schweiz heißen es dann auch Kindlisteine zum Beispiel, dass das heute sowas von wirksam ist und das muss man sich vor Augen führen. Man braucht in keine Klinik gehen, um sich besamen zu lassen. Also das funktioniert in der Natur, wenn man die entsprechenden Orte weiß, sie findet. Wo man vom Kreuzweh befreit wird oder von anderen Erkrankungen, weil zum Beispiel ein Wasser eine sehr hohe Heilkraft hat. Auch da gibt es ja auch sehr viele Heilquellen bei uns. Es sind alles Orte in der Natur, die bis heute wirksam sind. Und wir haben uns halt einfach nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht, weil wir ja Heilwasser heute aus der Flasche trinken können. Es aber vielleicht wesentlich wertvoller ist, den Ort und den Ortsgeist selber zu besuchen, ihnen ein Geschenk mitzubringen, vielleicht dankbar zu sein oder vielleicht an diesem Ort auch zu beten. Das macht man nicht, wenn man eine Flasche, einen Schluck aus der Flasche nimmt. Also ich habe sehr viel dieser Orte kennengelernt, habe über sie geforscht, habe Bücher geschrieben und bin also wirklich so weit, dass ich sagen kann, also wer krank ist, der kann einerseits zum Arzt gehen, der sollte es aber auch mal probieren, ob er seine Heilung nicht draußen in der Natur findet. Entsprechend mit Gebeten, mit Pilgern oder mit einem guten Heilwasser verbunden. Man kann so viel heute probieren. Ja, auf geht's. Und wie viele spannende Orte es da noch mehr alleine in Deutschland gibt. Also ich wohne in der Nähe von Aachen. Und Aachen hat ja auch einen der ältesten Dome, die es so gibt in Deutschland. Das heißt, da wurde auch wieder was gedeckelt, da bin ich mir schon ziemlich sicher, weil im Untergrund von Aachen auch mehrere Quellflusslinien sich kreuzen dort. Und hier direkt bei mir vor der Haustür läuft der Fluss entlang, der aus diesen ganzen unterirdischen Quellen gespeist wird. Das ist ja auch früher hier Bad Aachen gewesen, so also Heilbad der Römer. Und ich gehe da schon mein Leben lang drin schwimmen und ich glaube, geschadet hat es mir nicht. Dann ist mein neuer Kraftort, den ich für mich entdeckt habe, den aber auch viele Leute kennen. Seit 3 Jahren bin ich jetzt regelmäßig da. Das sind die externen Steine in Hornbad Meinberg. Das ist so zwischen Paderborn und Detmold am Rande von Nordrhein-Westfalen. Und auch wo Sie eben das mit diesen gespaltenen Felsen angesprochen haben, war es mir natürlich direkt vor Augen, dass die externen Steine da auch so eine Art Kraftort sind. Und was ich da auch schon alles erlebt habe jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, ist auch unbeschreiblich. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal länger von erzählen. Aber fühlt euch gerne inspiriert, solche Orte aufzusuchen und die auf euch wirken zu lassen. Genau. Ganz meine Meinung. Am Untersberg selber war ich leider noch nicht, aber das steht auch ganz weit oben auf der Agenda. Dazu natürlich ein bisschen Eigenwerbung. Wer den Untersberg besuchen möchte, der kann sich viel auf meiner Website, die heißt untersberg.org,
schon mal orientieren. Und natürlich auch über meine Bücher. Ich habe mehrere Sachbücher über den Untersberg geschrieben. Ich habe eben mehrere Wanderführer zu diesen Kraftorten und Kultplätzen geschrieben. Da kann man sich, glaube ich, viel raussuchen. Und ich erlebe es schon, dass der Untersberg jetzt in den letzten Jahren eine sehr starke Anziehungskraft hat und viele Menschen zu ihm wirklich hinkommen und hinpilgern. Und das ist auch gut so. Und vor allem für die Menschen, die diesen Ruf auch hören, für die ist es ja manchmal wirklich ein Auftrag, den sie nachkommen müssen, um zu klären, was in meinem Leben habe ich zu ändern. Und da kann der Untersberg, glaube ich, ein großer Helfer sein auch. Dann auch vielen lieben Dank Ihnen, dass Sie sich da so in den Dienste des Berges stellen und immer mehr Menschen da den Weg bereiten. Gerne. Sehr schön. Also ich freue mich, dass es solche Initiativen auch gibt, was ihr da macht. Finde ich ganz toll und sehr wertvoll. Es passt einfach. Oder es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass da viel Bewegung reinkommt. Ja, aus Passion machen wir das. Ja, schön. Das merkt man auch. Ja, das ist auch schön. Nicht jetzt an den nächsten Badeseen, in der Nähe vom Muttersberg natürlich, weil bei uns ist wieder ganz schön heiß und ja, es ist halt Sommer. Bei uns auch, an die 30 Grad heute und ich werde zu den eben beschriebenen Flüsschen, was aus Aachener Quellwasser gespeist wird, die Wurm heißt es auch, okay. Da wird es mich jetzt hinziehen, 200 Meter Luftlinie. Ja, super, okay. Dann viel Spaß dabei und es hat mich gefreut. Danke. Ich auch. Lieben herzlichen Dank. Tschüss. Ciao. Eine Produktion von Sagenhaft und Sonderbar. Wir bringen Licht ins Dunkle.